Sieg für Sebastian Asch und Lukas Auer beim ersten Lauf des ADAC GT Masters auf dem Nürburgring. Das entscheidende Überholmanöver des Mücke Motorsport Mercedes schon zu Beginn des Rennens. Asch von 3 gestartet, düpiert Polsetter Lukas Stolz im Mercedes und Porsche-Pilot Mathieu Jaminet schon in Kurve 1. Dahinter eine Kettenreaktion an Kollisionen, ausgelöst durch einen vermeintlich harmlosen Schubser von Nikolai Silvest. Asch auch im weiteren Rennverlauf souverän verteidigt die Spitze vor Jules Gounon in der Callaway Corvette und Lukas Stolz im Zagspeed Mercedes. Die Entscheidung um die weiteren Podiumsplätze in der Phase der Pflichtboxenstopps. Der Bernhard Porsche, nun pilotiert von Michael Ammermüller, setzt sich schon in der Boxengasse an Position 2. Luca Ludwig im Zagspeed Mercedes nun Dritter. Die Callaway Corvette nun mit Albert Costa am Steuer dagegen zunehmend unter Druck. Kelvin van der Linde im Audi A8 von Aust Motorsport klopft schon kurz nach der Ausfahrt freundlich an. Dahinter viele spannende Zweikämpfe, sehenswert vor allem das doppelte Überholmanöver von Christopher Haase und Philipp Eng gegen Alex McDowell. Und auch ansonsten harte Zweikämpfe an der Tagesordnung. Der Sieg für Auer und Asch schließlich überdeutlich. Platz 2 sichern sich Mathieu Jaminet und Michael Ammermüller. Lukas Stolz und Luca Ludwig am Ende Dritte.